Hey Leute, willkommen zurück zu Loop Hero. Wir gucken mal ganz schnell, was wir hier so bauen können. Ich würde ja fast sagen, wir nehmen mal den Fluss. Ich habe keine Ahnung, was der Fluss macht. Übungslager erhöht die Stärke des Helden um 4%. Das wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Schaltet die Karte Stützpunkt frei. Ist halt die Frage, eine Holzfällerhütte. Nach einer Expedition erhältst du einen stabilen Zweig pro abgeschlossener Schleife, aber maximal einen pro Feld um die Holzfällerhütte. Du kannst Möbel herstellen, sofern ein Vorratsdepot vorhanden ist. Ha, schwierig. Ich glaube, ich nehme jetzt hier erstmal den Fluss. Den setzen wir mal dahin. Ich kann es nicht glauben. Bezüglich dieser Sache habe ich einen ganzen Fluss voller Fragen. Meintest du ein Meer voller Fragen? Meere existieren in dieser Welt nicht mehr. Fluss ist jetzt der Standardbegriff für ein großes Gewässer. Wie können wir uns überhaupt an das Meer erinnern? Denk mal darüber nach. All das Wasser kommt von nirgendwo und fließt nirgendwo hin. Fließt dasselbe Wasser ständig im Kreis oder erschafft irgendetwas andauernd neue Materie? Keine Ahnung. Möchtest du ausprobieren, ob es zum Schwimmen taugt? Na klar. Gut, dann würde ich doch sagen, gehen wir hier mal dann Kapitel 2 an. Können wir auch mal eben bei den Karten hier noch schauen. Der Fluss, was macht der Fluss? Fließt von wer weiß wo nach irgendwo anders. Das macht ihn vielleicht zum einzigen auf dieser Welt, das ein Ende hat. Verdoppelt die Effekte angrenzender Landschaftsfelder. Ha, das wäre natürlich sehr nett. Aber das muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen. Ich bin jetzt sowieso schon anders am Überlegen, dass ich vielleicht die Wiese rausnehme und dafür dann die Wüste wiederum mitnehme. Gut, aber senkt die TP jeder Kreatur um 0,5%. Das gilt dann halt auch für die Skelette. Ist das was für einen Nekromanten? Ich bleibe jetzt aber, glaube ich, erst nochmal bei der Wiese. Ich glaube, für den Moment brauche ich noch die Heilung. Und dann müssen wir mal schauen, wie das jetzt hier läuft. Nächstes Mal gehe ich vielleicht dann schon das dritte Kapitel mit dem Krieger oder Schurken an, oder ich probiere es dann nochmal im zweiten hier. Ich glaube wirklich, so was die Sachen angeht, ist halt die Frage, Bluthain wäre halt schon richtig nett für einen Boss, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich da schon wirklich in die Nähe kommen werde. Deswegen lasse ich das erstmal so standardmäßig, wie ich das hier habe. Ich lasse auch das Dorf weg und die Weizenfelder. Na gut, ich könnte natürlich das Dorf mitnehmen. Dann lasse ich die Wiese weg und nehme dann die Wüste mit. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Und ich glaube, muss man halt ausprobieren. Weizenfelder nehme ich. Obwohl, die Weizenfelder sind auch gar nicht mal so. Nehmen wir die auch mal mit. Probieren geht über Studieren. So, zweites Kapitel. Und wieder der Nekromant. Dann schauen wir doch mal, ob das dann eine blöde Idee ist oder halt nicht. So, das setzen wir mal dahin. Dann haben wir hier schon was. Das geht nach wie vor nicht. Die Waffe kann ich sowieso nicht benutzen. Ist natürlich dann halt auch immer die Frage, wie man dann am besten vorgeht. Gut, und natürlich, was ich dann für Eigenschaften bekomme, wenn ich wieder diese Eigenschaft bekomme, wo ich dann dafür sorgen kann, dass der gegnerische Schaden durch sämtliche Skelette geteilt wird und durch mich. Das ist natürlich super, super stark. Was hätten wir hier? Verteidigung. Da haben wir Sanddünen. Da haben wir einen Friedhof, da haben wir einen Hain. Das dauert beim Friedhof alle 3 Tage. Dann packen wir den mal. Keine Ahnung. Hier hin. Dann machen wir hier mal einen Hain hin. Dann kriegt man halt direkt am Anfang, wenn man schon durchläuft, ohne dass da Gegner sind, halt auch die Ressourcen. Gut, da habe ich jetzt bisher nie so drauf geachtet oder mir auch nie was draus gemacht. So, Skelettstufe, Verteidigung. Ja, warum nicht? Spinnenkokon wäre natürlich auch nicht so blöde.
Da haben wir direkt noch einen Wald. Da haben wir einen Spinnenkokon. Die könnten wir dann mal hier hinsetzen. Und ich glaube, das sollte auch erstmal für den Moment reichen. Was ist das für ein Regen? Regeneration. Gut, das können wir natürlich nehmen, weil wir da halt auch noch nichts anderes haben. Da haben wir noch ein Dickicht. Dann probieren wir das erstmal für den Moment so. Mal gucken. Was ein guter Tipp war, was in Kommentaren stand, die Sache mit dem, dass man bei der Skelettstufe darauf achtet, dass die ungefähr so mit der Schleifenstufe, mit der Loopstufe überein passt. So, magische TP, Skelettstufe. Ich mag sowas halt nicht in Spielen, wenn ich irgendwelche Zahlen habe, die ich nicht wirklich zuordnen kann. Oder einordnen, besser gesagt. Und die dann halt auch überhaupt nicht vom Spiel erklärt werden. Erstmal ein bisschen mehr Verteidigung. Da haben wir noch einen Wald. Ich glaube, die zwei Friedhöfe, die müssen erstmal reichen. Das sieht doch ganz nett aus. Skelettstufe. Ja, warum nicht? Aber gut, wenn ich wirklich die Skelettstufe an der Schleifenzahl orientiere, so hoch von der Skelettstufe zu kommen, das muss man erstmal hinbekommen. Regeneration und Ausreichen. Gut, das ist natürlich schon mal so besser. Ich war ja schon die ganze Zeit auch immer sehr von dieser Skelettanzahl angetan. Aber gut, das bringt halt alles nichts, wenn die anderen Werte dazu nichts taugen, weil dann fallen die halt quasi instant um. Man muss das halt alles wirklich schon recht ausbalancieren. So, Skelettstufe, Regeneration, nehmen wir das mal. Magische TP, Skelettstufe, Ausweichen und Verteidigung. Ja, gut, das ist auf jeden Fall mehr. Und in dem Fall jetzt ist mehr immer gut. Magische TP. Ja, da hätten wir jetzt schon ein Dorf. Und das könnten wir ja eigentlich auch schon hier mal so hinsetzen. Das sollte erstmal so ganz okay sein. Sind halt auch noch nicht so stark. Gut, okay, ja, jetzt im Nachhinein, ich hätte wahrscheinlich lieber das Vampirschloss noch mitnehmen sollen. Damit die Dörfer dann mehr heilen. Aber gut, ich habe es jetzt erstmal so gemacht. Sehr viel mehr magische TP. Haben wir hier Verteidigung und Skelettstufe. Verlieren wir Regeneration, aber das ist auch erstmal nicht so wichtig, würde ich sagen. Vor allen Dingen dank der magischen TP. Skelettstufe und Beschwörkunst, das klingt doch schon mal ganz nett. Ich belasse es bei dem einen Dorf.
Und was die Spinnen angeht. Gute Frage. Was haben wir hier? Verteidigung, Amulett mit Regeneration noch oben drauf. Gut, dann hätten wir hier noch einen zweiten. Ich setze da schon mal. Ihr kann ja schon mal einen zweiten Spinnkokor hinsetzen. Warum denn nicht? Was gibt's hier? Skelettstufe. Da haben wir auch schon das erste Dorf. Ein Zauberbuch mit Skelettstufe. Angriffstempo. Aber wir verlieren Beschwörkunst. Aber mit Ausweichen. Ja, ne? Also, ja gut. Machen wir das erstmal. Wir haben jetzt so vielleicht die ersten 20%. Da ist das, das fällt das sowieso alles noch nicht so ins Gewicht. Was haben wir hier? Falschspieler, Restwärme. Und Nachschub. Ah, das ist ja alles nicht so toll. Restwärme. Könnte man natürlich auch als Heilung nehmen. Die Chance, eine Karte zu behalten. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich nehme mal das. Ich glaube, die Heilung da ist jetzt ja nicht so toll. Gut, gerade später fallen dann sehr oft Skelette um. Und wenn ich auch oft dann oder schnell neue beschwören kann, dann ist es halt schwer, das einzuschätzen. Weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Was die Heilung angeht. Mehr magische TP. Gut, verzichten wir mal auf Regeneration. Ein Ring mit Beschwörkunst. Ja, gut, das tauschen wir dann aus. Da haben wir noch eine Wüste. Hätte man hier mit Verteidigung. Gut, das brauchen wir wohl eher nicht. Skelettstufe, Beschwörkunst. Verlieren wir halt Angriffstempo, aber brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt. Ausweichen, ich glaube, ich nehme lieber das. Gut, und die Dörfer, die dann da halt spawnen, wenn ich die Wälder hinsetze, die sind halt für Nekromanten, ja, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, auch kein Problem soweit. Zumindest sind sie das nicht im ersten Kapitel. Keine Ahnung, ob sie vielleicht dann noch zu einem Problem werden können. So, das setzen wir mal dahin. Bin mal gespannt, wie das gleich bei den Spinnen wieder laufen wird. Beschwörkunst. Gut, verlieren wir Ausweichen haben und Regeneration, aber ich glaube trotzdem, dass der Ring mit Beschwörkunst an der Stelle wirklich besser ist. Jetzt haben wir immerhin schon ein Angriffstempo von 23%. Kiste ist halt auch nicht so das Problem. Skelettstufe, Angriffstempo und Regeneration. Ja, gut, das tauschen wir aus. Hier haben wir Beschwörkunst, Regeneration und Angriffstempo. Gut, machen wir das auch so. 33% Angriffstempo.
Klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. Was haben wir hier jetzt? Nochmal eine Sanddüne oder Sanddünen. Spinnen geben halt immer eine Menge Karten. Was gibt's hier? Ein Zauberbuch mit Skelettstufe und Verteidigung. Das ist jetzt nicht so toll. Ein Schild mit Verteidigung, Ausweichen und Beschwörkunst. Gut, das gegen 0,69 Skelettstufe austauschen. Ja, ich glaube... ja, ist schwierig. Was gibt's hier Tolles? Skelettstufe, ein Schild mit Verteidigung. Gut, die Sache mit den Dörfern ist halt, ja gut, vielleicht, ja, ein Vampirschloss wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. Weil so, ob man das jetzt wirklich mitnehmen will oder nicht mitnehmen will, das ist halt dann die Sache, ne? Also, wenn ich da nur eins hinsetze und nehme dann hier auch die Weizenfelder mit, das sind dann quasi alles Karten, mit denen ich dann nichts mehr anfangen kann. Und die dann einfach Platz blockieren. Beschwörkunst, Skelettstufe. Und Verteidigung. Da verlieren wir halt Ausweichen. Aber das sieht auch eigentlich alles ganz okay aus. Hier haben wir noch Skelettstufe. Haben wir weniger magische TP, aber mehr Skelettstufe. Dafür kriegen wir ein bisschen Ausweichen obendrauf. Das ist jetzt auch alles nicht so toll. Hier hätten wir dann nochmal ein Schlachtfeld. Können wir da noch eins hinsetzen? Gut, die kann man eigentlich im Prinzip immer einsetzen. Was gibt's hier Tolles? Ein Ring mit Angriffstempo und Ausweichen. Nein, Amulett mit Angriffstempo und Beschwörkunst. Verlieren wir wieder Skelettstufe. Nee, ich glaube, ich lasse das erstmal so. Das für ein Schild, Skelettstufe und Verteidigung. Ist, glaube ich, gar nicht mal so eine blöde Idee. Wenn ich ich guck mal, dass ich das halt von der Skelettstufe so halbwegs hinbekomme, das halt auf demselben Level zu halten. Angriffstempo. Regeneration. Was gibt's hier Tolles? Ein Ring mit Beschwörkunst, Ausweichen und Regeneration. Ja, gut, also den Ring können wir dann definitiv auch austauschen. Das für ein Amulett? Skelettstufe. Ja, gut. Dann haben wir jetzt 5,41 und sind jetzt in Schleife 6. Regeneration ausweichen. Nö, ein Schild mit Regeneration ausweichen, Skelettstufe. Ich lasse das so.
Ein Zauberbuch. Da haben wir noch ein Dickicht. Dann da direkt noch ein zweites Dorf. Was ist das für ein Schild? Skelettstufe, mehr Verteidigung. Aber ja, Verteidigung ist halt für Nekromanten. Nee, also ganz ehrlich, Verteidigung ist in erster Linie, würde ich fast sagen, nur was für den Krieger. Selbst beim Schurken würde ich das nicht wirklich nehmen. Gut, man muss halt immer schauen, was man denn bekommt. Verteidigung, Angriffstempo und Skelettstufe. Ha! Verlieren wir ein bisschen Skelettstufe. Ja, okay, gut. Was haben wir hier für Eigenschaften? Unbemerkter Rückhalt. Dauerhafter Bonus auf die magische TP von den Skeletten her. Gabe des Blutes. Gut, das habe ich noch nie ausprobiert. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier Kunst der Kontrolle zur Auswahl habe, dann nehme ich natürlich das. Also so Angriffstempo passt auf jeden Fall schon mal soweit. 53% haben wir da jetzt schon. Ist das Max-Skelette? Nee, das tausche ich auf jeden Fall dann nicht aus. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich generell... Ja gut, man kann nie genug Skelette haben, aber wenn die anderen Werte dann hinterherhinken, das ist halt doof. Das wird dann halt richtig doof irgendwann. Weil die muss dann nur einen Windhauch treffen und dann fallen sie schon auseinander. Wir verlieren da jetzt leider gleich die Vergessen-Karte. Die Frage ist halt, werde ich die jetzt noch benutzen oder nicht? Erstmal gucken, was haben wir hier für ein Zauberbuch. Das ist auf jeden Fall super. Angriffstempo ausweichen, Max-Skelette. Ja, und sehr fast das Doppelte von der Skelettstufe her, das nehmen wir. Dann haben wir jetzt 6,72, sind in Schleife 6. Und vielleicht mache ich hier doch, ich mache doch ein Dorf weg. Ich will halt die Vergessen-Karten nicht, ja, vergessen. Schild mit Verteidigung und Regeneration, Amulett mit mehr magischen TP, Skelettstufe. Lassen wir das mal. Da halten so schon diese Standardskelette sehr viel mehr aus. Da haben wir noch einen Friedhof. Das für ein Schild. Angriffstempo ist mir ziemlich egal. Ausweichen hätten wir dann noch. Hier könnten wir dann vielleicht noch ein... Ja gut, wir können dann hier noch einen Hain hinsetzen. Warum nicht? Das für ein Schild, Verteidigung, Angriffstempo, Regeneration, Ausweichen. Ha. Nee. Gut, wir haben jetzt Ausweichen 10%, was halt gar nichts ist, aber das sollte jetzt auch nicht das Hauptaugenmerk vom Nekromanten sein. Magisch DP, Ausweichen und Beschwörkunst. Verlieren wir aber Skelettstufe. Zauberbuch mit Skelettstufe und Regeneration, aber mit weniger... Was haben wir denn hier tolles? Skelettstufe. Das ist auf jeden Fall mehr. Verlieren wir dann aber Max-Skelette, deswegen nein. Für die 0,5 mehr Skelettstufe will ich das nicht machen. Was ist das für ein Ring? Skelettstufe, Beschwörkunst, Verteidigung, ja okay, das ist jetzt auch nicht so toll, aber ja, minimal mehr Skelettstufe, super. Was
Was haben wir denn hier? Schild, Angriffstempo und Skelettstufe. Ja gut, verlieren wir zwei Verteidigungen, aber das habe ich ja eben schon gesagt zum Thema Verteidigung. Weiß ich nicht. Vielleicht wird das im dritten Kapitel noch, kann das sinnvoll sein, aber ich glaube es jetzt eher weniger. Da haben wir Verteidigung ausweichen auf den Schild, das ist jetzt nicht so interessant. Hier haben wir noch ein Schlachtfeld. Da hat's gerade geklingelt. Da musste ich an die Tür. Mal gucken. So, aber das sollte eigentlich so weit schon laufen. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, ich belasse es da bei dem Eindruck. Gut, wir können, ja, okay, wir können hier noch ein Weizenfeld hinsetzen. Da hatte ich bis jetzt noch gar nicht dran gedacht. Müssen wir mal schauen. Also auf jeden Fall. Gut, die Dörfer mache ich da jetzt erstmal nicht mehr weg. Das eine da. Gut, wenn es vielleicht zwei werden. Ich wüsste auch nicht, wozu ich jetzt noch hier diese Vergessenkarten benutzen sollte. Das passt halt erstmal. Oh, was haben wir denn hier? Ein Amulett. Mit Regeneration ausweichen, Skelettstufe. Das klingt doch schon mal ganz gut. Und mehr magische TP. Ist ein bisschen besser, ein bisschen immerhin. Gut, das will ich nicht austauschen. Dann haben wir das. Okay. Gut, ein Ring mit Regeneration. Die wir eigentlich auch nicht brauchen. Ja, ich muss echt sagen, das Dorf, dass ich das Dorf da mitgenommen habe und die Weizenfelder. Es war eine blöde Idee. Ich glaube schon, das war echt eine blöde Idee. Jetzt blockieren die halt die beiden Karten andere Karten. Mal gucken, wir haben jetzt minus 12 Max-TP. Mal schauen. So, da haben wir noch ein Schild. Der ist uninteressant. Was haben wir hier für ein Schild? Skelettstufe ist auf jeden Fall weniger. Hätte halt ausweichen, aber gut, das ist jetzt auch nicht so was, wo ich hier wirklich drauf gucke. Beschwörkunst könnte ein bisschen höher sein. Skelettstufe, ja, passt noch so ein bisschen. Angriffstempo ist super. Was haben wir denn hier? Amulett mit sehr viel mehr magischen TP. Ein Ring mit sehr viel mehr Skelettstufe. Das ist halt jetzt die Frage. Nee, nee. Ich guck mal, dass ich mehr Beschwörkunst bekomme erstmal. Könnte da natürlich auch noch ein paar mehr Springkokos hinsetzen. Ich könnte da jetzt hier nochmal so einen hinsetzen. Dann haben wir da direkt drei am Anfang. Müssen wir mal gucken. Oh, der Schild, der sieht zumindest von der Farbe gut aus. Ausweichende Angriffstempo. Ja, nee, der ist auf jeden Fall nicht so toll. So, wir haben jetzt ungefähr 60%. Bisher läuft's. Mal gucken. Muss mir dann auch mal überlegen, ob ich nächstes Mal vielleicht nicht noch den Fluss mitnehme. Mal schauen. Das sieht auch sehr interessant aus. Gut, sehr viel mehr Skelettstufe. Verlieren wir Max-Skelette halt dadurch. Ein Ring mit Skelettstufe. Beschwörkunst. Gut, aber wir haben auf beiden Ringen Beschwörkunst. Gut, das ist jetzt die Frage. Mehr Skelettstufe. Ja, ich glaube, das ist schon so.
für den einen Punkt mehr Skelettstufe ein Skelett zu verlieren. Ich glaube nicht, dass sich das rechnet. Schild mit Verteidigung. Da haben wir noch einen Friedhof. Ach, Friedhöfe kann ich hier eigentlich überall hinsetzen. Da hätten wir noch mehr Max-Skelette. Ha, verlieren wir Skelettstufe ein bisschen. Ich glaube, das würde ich sogar jetzt mal nehmen. Dann setzen wir hier noch einen Friedhof hin. Gut, das war jetzt Schrott, was wir bekommen haben. Mehr Wälder, mehr Dörfer, mehr Wüsten. Gut, das war jetzt nicht so toll. Das ist auch nur Schrott. Der Ring könnte interessant sein. Ausweichen, Skelettstufe, Regeneration. Ja, nee. Wenn ich was kriege, was von der Stufe her ungefähr passt, dann ist das dann natürlich Schrott. Da hatten wir unseren ersten Skelettbogenschützen. So, das Zeug können wir dann auch erstmal so weit lassen. Da hätten wir noch einen Hain. Dann werde ich da, glaube ich, jetzt doch noch überall was hinsetzen. Obwohl, jetzt kriegen wir schon so langsam ein bisschen auf die Nase. Was haben wir denn hier? Nachschub, selige Unwissenheit, Vorbereitung einer Zeremonie. Die ersten beiden an einem Tag beschworenen Skelette werden gestärkt. Ja, toll. Das andere ist halt so ein bisschen... Ja, dann nehmen wir das. Auch wenn ich mich jetzt über die vergessenen Karten halt hätte heilen können. Das müsste aber so eigentlich auch reichen. Haben wir noch einen Ring? Regeneration, Ausweichen, Verteidigung. Nee, das ist blöd. Ring kriegen wir noch jede Menge Angriffstempo. Mittlerweile 76%. Da noch so ein paar interessante Sachen. Das ist, ja gut. Regeneration ausweichen. Verlieren wir halt Max-Skelett, das will ich halt auch nicht. Skelettstufe, da verlieren wir Angriffstempo. Bekommen aber Regeneration und ein bisschen Verteidigung. Ich glaube, das werde ich mal austauschen. Und was das hier angeht, nee. Haben wir jetzt immerhin Regeneration von 2. Magische TP, Angriffstempo, Regeneration und Skelettstufe. Nö. Selbst wenn wir nur 60% mehr Angriffstempo haben, ist das immer noch eine Menge. Da gibt es noch ein Schlachtfeld. Okay, es gibt auch Skelettmagier. Habe ich bisher noch gar nicht, glaube ich, gesehen. Da haben wir noch ein Schlachtfeld. Ja, dann haben wir hier noch einen Hain. Warum nicht? Amulett mit Ausweichen. Nee. Dickicht, da noch ein Schlachtfeld. Ich glaube, das können wir dann hier noch dran setzen. Da haben wir noch ein Dickicht. Dann haben wir jetzt auch schon wieder 66% plus auf das Angriffstempo.
Ja, die fallen schon wieder verdächtig schnell um. Selbst der die Skelettwache. Ich bräuchte ein bisschen mehr Skelettstufe. Was haben wir hier? Amulett mit Skelettstufe. Ja, toll. 0,46 gegen ein Max-Skelett austauscht. Nee. Da gibt es noch einen Wald. Brauch stärkere Skelette. So mit 6,72, das reicht nicht mehr. Das Einzige, was mich gerade hier so ein bisschen rettet, ist halt das Tempo, Beschwörungstempo. Max-Skelette, nein. Da haben wir noch einen Friedhof. Ein Friedhof kann da noch hin, warum nicht? Oh, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Level 10 Schild mit Verteidigung und Regeneration. Das ist genau das, was ich nicht haben will. Hier müssen wir jetzt echt mal gucken. Ich habe da unten auch, ja, die Sache mit dem Dorf. Das sieht man da jetzt auch wunderbar. Ich habe lauter Weizenfelder da unten und dann noch das Dorf. Und ich kann da halt jetzt nicht so wirklich was mit anfangen. Was ist das für ein Ring? Ist auch ein blöder Ring. Haben wir da Angriffstempo, Verteidigung, da haben wir ein Dickicht, da ist noch eine Wüste und ja, das sieht man jetzt auch ganz klar, das, die fallen alle sofort um. Was haben wir denn hier? 6,73, das ist auf jeden Fall mehr Skelettstufe. Oh, ich glaube, ich muss das jetzt eigentlich schon nehmen, oder? Ja, ich würde schon sagen, ich nehme mal lieber das. Die Frage ist jetzt, setze ich da noch einen Friedhof hin? Wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Und wenn ja, dann wo? Da könnten wir noch einen Friedhof hinsetzen. Wir sind gleich beim Boss. Das sind jetzt noch, keine Ahnung, 3, 4, 5%. Was so ein bisschen mehr Skelettstufe für einen Unterschied macht. Was haben wir denn hier? Beschwörkunst, Skelettstufe. Das ist halt auch so minimal wieder. Was haben wir da? Skelettstufe, Regeneration, Verteidigung. Ja gut, haben wir ein bisschen mehr Verteidigung. Ist jetzt nicht so verkehrt. Da haben wir noch Skelettstufe. Wie viel ist denn das? Das ist auf jeden Fall weniger. Da hätten wir noch einen Ring mit Regeneration. Da haben wir ein Schild mit Beschwörkunst. Ja gut, das tausche ich jetzt aber nicht gegen Skelettstufe ein, oder? Ja, kriegen wir Ausweichen anstatt Regeneration, aber ich... Das ist jetzt echt die Frage. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse das. Das ist jetzt echt die Frage an dem Punkt. Was ist wichtiger? Beschwörkunst oder Skelettstufe?
kriegen wir jetzt hier? Das wäre mehr Skelettstufe. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Würden wir halt Beschwörkunst wieder verlieren. Ich werde jetzt... Ach Gott, was nehme ich denn da jetzt? Gut, ausweichen verlieren wir. Ja, ja, machen wir das mal so. Dann haben wir jetzt eine Skelettstufe von 10,4, eine Beschwörkunst von 18%. Ist echt ein bisschen wenig. So, da hätten wir Beschwörkunst wieder. Ausweichen, Regeneration. Ja, dann können wir, glaube ich, mal... Dann können wir, glaube ich, mal den Ring austauschen. Toll, dann haben wir jetzt wieder 20%. Was haben wir denn hier? Ja, okay, das ist halt minimal besser. Das hier ist dann auch wieder nicht zu gebrauchen. Was ist das? Skelettstufe. Dann müssen wir wieder Beschwörkunst für eintauschen. Wenn wir zumindest ein bisschen über 30% haben. Das wäre mal ganz nett. Ich setze jetzt absichtlich die Wälder da noch nicht hin. Aber im Prinzip können wir dann eigentlich schon... Können wir eigentlich schon den Boss angehen? Ja, gut. Ja, okay, dann mache ich das jetzt doch schon. Was soll's. Angriffstempo 76%. Wir haben sehr wenig Lebenspunkte. Das ist halt das Problem dann daran. Ob, ja gut, Sachen mit der Wüste. Was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall schlechter. Max-Skelette und Skelettstufe. Ja, ist ein bisschen weniger, aber ein Skelett mehr. Wenn mich der Boss gleich einmal trifft, dann bin ich tot. Okay, vielleicht nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Einschlag kann ich wegstecken, aber danach ist dann Ende. So, Amulett mit Skelettstufe. Ja. Nehmen wir das auf jeden Fall. Gut, was haben wir hier? Skelettstufe, Regeneration, Skelettstufe. Nehmen wir das. Ja, die Wüste war vermutlich auch keine gute Idee. So, dann haben wir jetzt 11,08. Schleife 10. Verteidigung. Beschwörkunst. Bin ja schon fast geneigt, das wirklich auszutauschen. Aber Angriffstempo ausweichen und Beschwörkunst. Ich glaube, das werde ich mal austauschen. Dann haben wir jetzt 40% Beschwörkunst. Noch eine Skelettstufe von 9,7. Was haben wir hier? Beschwörkunst. Okay, da würden wir aber die Stufe verlieren und noch ein Skelett. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine tolle Idee. Ist halt jetzt echt die Frage, ob das reicht. Und natürlich, dass ich jetzt bis zum Boss nicht so wirklich irgendwas an Lebenspunkten verliere. Das wäre natürlich schon... Das ist eigentlich schon ein Muss, sonst bin ich wirklich beim ersten Schlag tot. Könnte natürlich noch mal was wegmachen. Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. So, Angriffstempo, nee. Nee, nee, so. Das Sanddünen, eine Wüste, wir sind jetzt da. Ja, wir sind ja schon fast da. Wie viel haben wir denn jetzt?
Ach nee, okay. Ja, nee, das habe ich ja falsch gesagt mit dem TP. Wir haben ja auch noch magische TP, die kommen ja auch noch oben drauf. Gut, magische TP, Beschwörkunst. Ob es das jetzt bringt, das auszutauschen? Ich glaube, das reicht eigentlich so. Wenn wir diesen Wächtertypen da kriegen und dann noch so ein paar Assassinen oder Skelettkrieger in dem Fall, dann könnte das durchaus reichen. Angriffstempo von 85%. Was ist das für ein Ring? Beschwerkunst. Angriffstempo, Regeneration. Nee, nee, nee. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Den Ring, das ist auch nicht so toll. Mit Verteidigung und Regeneration kann man das im Prinzip auch schon vergessen. So, die zwei Skelette noch. Und dann müssten wir mal gucken. So, was ist das für ein Ring? Skelettstufe ausweichen. Nee, da hätten wir noch Angriffstempo. Angriffstempo haben wir eigentlich genug. Was ist das für ein Ring? Skelettstufe, ausweichen, Regeneration, verteidigen. Ist jetzt auch nicht sowas, was ich unbedingt haben will. So, dann setzen wir nochmal die Sanddüne dahin oder noch eine Sanddüne. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt läuft. Ja, ja, geht doch mal. Den magischen TP haben wir jetzt schon verloren. Mal gucken. Das sieht gut aus, vor allem auch dank des Angriffstempos. Komm schon. Geht doch. So, und wieder gescheitert. Und was haben wir denn jetzt hier zur Auswahl an Belohnung? Ausgebildeter Architekt, für jeden Bauvorgang erhält der Held 8-mal Schleife Erfahrung. Postmortal Attribut, 30% Chance beim Töten eines Gegners eine zufällige Basisressourcenscherbe zu erhalten. Auge Gottes, 25% Chance, dass Gegner eine Fähigkeit weniger besitzen. Wirkt nicht auf Bosse. Also das hier ist bestimmt auch noch sehr stark. Ich nehme jetzt mal hier Auge Gottes. Und wir ziehen uns zurück. Wunderbar, dann hätten wir das jetzt auch. Dann können wir nächstes Mal das dritte Kapitel angehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.